Ach, gute. Ja, ihr habt doch bestimmt auch schon mal die Werbung gesehen von Steuerhilfe-Apps. Na, also jedenfalls solche Apps, wo einem dann erzählt wird, dass man mit wenig Aufwand ganz viel Steuern zurückbekommt, weil die die Steuererklärung für einen machen. Und da gibt es auch so eine, die erzählen dann so Name und Adresse eintragen, ne, die Steuernummer und in 3 Minuten ist alles fertig. Und dann kann man wie viel 100 oder 1000 Euro dann zurückkriegen. Durchschnittlich natürlich, so schlau sind sie schon, ne? Das nicht jedem versprechen. Finde ich ja ganz interessant. Also ich mache meine Steuererklärung immer noch selber. Und wenn ich mir überlege, ich würde jetzt nur meinen Namen, meine Steuernummer eintragen, dann weiß das Finanzamt ja gar nicht, was ich von denen will. Da sagen die ja schön, das haben wir ja hier schon. Ich kriege jetzt jeden Monat Steuern von dir mit der Nummer. Ne? Und was soll man damit jetzt anfangen? Ne? Woher wissen diese Experten, wenn ich nicht mehr Daten eingebe, eigentlich, was ich da geltend machen kann für eine Rückerstattung? Ne? Haben die einmal irgendeine Quittung von mir gesehen über eine außergewöhnliche Belastung? Ne? Wissen die, was ich für einen Arbeitsweg vielleicht habe, wo ich dann noch Werbungskosten absetzen kann, Fahrtkosten, was sonst so alles noch möglich ist? Ich möchte jetzt ins Detail gehen. Ne? Ich weiß, wie lange ich da immer dran sitze. Also ich brauche dann schon mal eine Stunde, ne? Für 2 Leute. Das ist aber dann auch schon mit Zeit lassen. Aber die wissen ja nicht mal, was ich verdient habe mit meiner Steuernummer, oder holen die sich irgendwo meine Daten aus irgendeiner geheimen Datenbank, ne, und wissen mehr über mich, wie ich vielleicht selber. Ne, ich meine, das mögen ja vielleicht alle Steuerberater sein. Die Frage ist dann, warum die für so wenig Geld sowas machen, weil die Apps verdienen ja auch mit dran, die Programmierer, Anbieter, was weiß ich. Ne, aber ich sage, woher wollen die wissen, wie viel ich zurückkriegen kann, wenn ich nur meinen Namen und meine Steuernummer eintrage? Dann kann ich auch das leere Formular zum Finanzamt geben, dann macht das gar nicht. Ist doch totaler Schwachsinn. Wenn mir das mal jemand vernünftig erklären kann, wie die ohne weitere Daten und ohne weitere Unterlagen von mir damit kommen. Die wissen ja, wie gesagt, im Zweifelsfall nicht mal, was ich verdient habe, weil die meine Abrechnung ja nicht sehen, nur meine Steuernummer. Ne? Vielleicht arbeite ich auf 2 Steuerkarten. Ne? Vielleicht habe ich noch ein Nebeneinkommen. Ne, vielleicht habe ich noch ein Gewerbe nebenbei laufen, von dem die dann gar nichts wissen, weil das hat eine andere Steuernummer im Zweifelsfall. Nee, hört mir auf mit dem Scheiß, ist eine tolle Sache, aber gesagt, ich glaube da nicht dran. Aber vielleicht probiere ich die Tage mal aus. Sind ja angeblich alle kostenlos. Mal schauen, was bei rauskommt. Wie viel ich zurückkriege von den Steuern, die ich letztes Jahr gar nicht bezahlt habe. Bin ich echt mal gespannt. Ja. Macht das alles ordentlich mit den Steuern, bescheißt nicht. Haben wir alle was von. Ich wünsche euch was. Ciao.